Hallo liebe Reinkick-TV-Zuschauer, mein Name ist Tugay Düzelten, ich spiele zurzeit bei Sportvereinigung Port und das ist meine Traumelf. Im Tor spiele ich mit Niklas Klever, ein sehr talentierter Torhüter, ist zurzeit in den USA beschäftigt, in der ersten Liga irgendwo, weiß jetzt den Namen nicht genau. Auf jeden Fall sehr talentiert, habe auch mit dem gleichzeitig in der ersten Mannschaft von Fortuna angefangen. Kann man gleichzeitig auch mit Manuel Neuer vergleichen, gleich der Spielart. Auf der Linksverteidigungsposition Dylan Bakumba. Zurzeit spielt er nicht, aber auch ein sehr talentierter Linksverteidiger, hat bei Rot-Weiß Essen auch in der Nationalmannschaft von Kongo gespielt. Auch sehr talentiert. Das ist der George Mwanga, spielt zurzeit in der Kreisliga D bei Alemannia Köln. In der Jugend der beste Innenverteidiger gewesen, hatte auch sehr viele Angebote. Leider viele Verletzungen gehabt, deswegen hat es nicht geklappt. Das ist Mert Mutlu, er ist zurzeit bei Bergheim 2000. Innenverteidiger, sehr gut gebaut. Schwierig an ihm vorbeizukommen, aber ansonsten auch technisch starker. Auf der Rechtsposition ist Metin Sönme, spielt bei mir zurzeit auch im Port. Sehr flink, bisschen der kleinere, aber sehr, sehr technisch stark, sehr schnell. Auf jeden Fall. Auf der Sechserposition Claudio Marino, spielt zurzeit auch mit mir im Port. Hat in der Jugend auch sehr hoch gespielt, auch glaube ich in der Nationalmannschaft. Ist letztes Jahr von Wesseling zu uns gekommen, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Verstärkung ist das für uns. Sehr technisch stark, auf jeden Fall guter Überblick, muss man ihm lassen. Dann Enes Çelik, ist zurzeit bei Ataspor beschäftigt, hat mich auch in seine Traumelf nominiert, dafür danke ich ihm. Auf jeden Fall auch sehr zweikampfstarker Spieler. Hat auch in der Jugend hochgespielt, also bringt auch gewisse Erfahrung mit. Würde ihn gerne auch mal im Port sehen. Auf jeden Fall auf der linken Position ein sehr guter Freund von mir, auch schon sehr, sehr lange, kenne ich schon seit der Kindheit. Ist zurzeit bei Merheim aktiv. Hat auch viele Verletzungen hinter sich, deswegen ist auch nie der Sprung nach oben gekommen. Aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr zweikampfstarker, technisch starker Spieler, muss man ihm lassen. Auf der rechten Seite Yusuf Kılıç, spielt bei mir auch im Port zurzeit. Hat in der Jugend auch, glaube ich, bei Taxwick gespielt, also auch hoch. Sehr flink, ähnliche Spieler hat wie Cristiano Ronaldo, hat einen guten Schuss. Zweikampfstark, technisch stark, muss man ihm lassen. Vorne, Asham Golrang ist zurzeit bei Bushbell Munzum aktiv. Ist eiskalt vor dem Tor, genau wie ein Stürmer sein muss. Und auf der 10 bin ich. Ich denke mal, das ist okay. Ich denke mal, dass ich gut auf der Position agiere, dass ich technisch stark bin. Ja, das ist halt die Traumelf, mit denen ich mal gerne mal zusammenspielen würde. Und ich denke auch, dass wir auch Erfolg haben würden.